Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen. Hier ist er wieder, euer Micha. Ja, heute wollen wir doch ein bisschen grillen, wa? Heute ist ja noch ein schöner Tag. Ab morgens wird es ja wieder regnen. Und da habe ich mir gedacht, da hauen wir mal was auf den Grill, wa? Machen wir es nicht so fettiges heute. Weil, wisst ihr ja, Sommerfigur, Bikini-Figur. Da ist er wieder. Also, ich kann euch heute mal was präsentieren. Ja, Schweinelachs ist da drin. Ein Lachs, sogar 2,1 Kilo, wa? Den habe ich gespritzt mit Barbecue-Soße. Gestern Abend, ne? Das war schon eine tolle Geschichte. Könnt ihr mal reingucken. Ja, und dazu habe ich gedacht, machen wir jetzt so ein bisschen so Bratpaprika, wa? Die kleinen grün. Die schmeißen wir nachher einfach mit drauf, wa? Weil das Schwein braten wir ja indirekt, ist ja logisch, weil sonst wird es ja zu trocken. Und ich denke auch wenig Temperatur und Kerntemperatur. Unter 70 Grad vielleicht, muss ich sehen, was mein Thermometer sagt, mein Schlaues. Hä? Und die Würze habe ich nicht weiter, außer Paprikasoße. Und die werde ich dann sehen, was wir da noch dran schmeißen. Ich habe zur Not mal hier so ein bisschen Salz und Pfeffer, wa? Habe ich alles da, also für alle Fälle. Ansonsten nichts weiter. Und die Mädels machen noch Kartoffelspalten und das reicht, ne? Aber die machen es drin im Ofen, wa? Das wird dann knuspriger. Okay, da legen wir mal los. Grill ist vorbereitet. Indirekt, ja. Ihr seht, rechts und links. Die Hitze in der Mitte ist frei. Und Schweinelachs, den muss ich jetzt mal wenden. Da ich den gestern Abend von der anderen Seite gespritzt habe und nicht, dass da alles rausläuft. Wa? Und hier, guckt es euch an, wa? Hier ein Kavenzmann, seht ihr hier, der Einstichstellen, ja. Also ich habe da so, ich weiß nicht, eine ganze Kanüle voll, so 70 Milliliter, habe ich da drin gewummert. Hier habe ich noch ein bisschen Soße drin und Blut, ja, das hebe ich mir auf, das gieße ich einfach mal drüber. Aber wir müssen jetzt mal noch unsere Nadel reinstecken. Ja, zacki zack. Nicht in der Kohlen, ist klar. Schön hier so. Ja, schön rein. Ja. Und Deckel drauf. Ja. Und alles dicht, wa? Keine Öffnung heute, weil wir wollen wenig Temperatur. Und nur, also, besten Grillspaß, wa? Mal sehen, wie lange es dauert. Jetzt haben wir hier die geilen Dinger, wa? Diese Paprikas, ne? Bratpaprika. Und die habe ich schon abgewaschen, ja, sieht zwar nicht so aus, aber sind wir abgewaschen. Und die backen wir jetzt auf dem Grill mit dazu zum Fleisch, ja. Fleisch sagt man so ca. 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Und die Dinger sollen dann wohl nur 10 Minuten und die backen wir direkt aufs Feuer. Na klar, weil Fleisch ist indirekt und die müssen direkt. Jetzt backen wir hier auf die Kohlen, den Paprika, ne. So. Alle drauf, die wir haben, ja, direkt auf die Glut. Deckel drauf und da warten wir mal so 5 Minuten und da wenden wir das mal. Wenn so 5 Minuten vorbei war, da drehen wir mal unsere kleinen Teile um. Manche haben schon ein bisschen Farbe und manche sind noch rasegrün. Abnehmen und ruhen. Dann ziehen wir mal. Ne, der haben wir jetzt hier nicht rein. Aber guckt mal, so ein Stück Fleisch, ja. Das ist ja wirklich Hammer. Oha, mal gucken. Oh, lecker. Ja, habe ich hier mein Gerät und, oh, das kriegt doch gar nicht heil rüber, oder? Jawohl. Das liegt jetzt hier schön auf meinem Brett, ne? Mit meinem Glas Erdbeerwein. Und muss jetzt ein bisschen ruhen. Und in der Zwischenzeit habe ich ja noch die Teile hier, ne? Die Teile noch. Und die müssen noch ein bisschen brutzeln. Schauen wir mal, Paprika. Ich denke mal, die reichen auch. Ich habe da keine Ahnung, aber ich mache die jetzt einfach runter.
alle auf dem Teller. Nur ganz weich sind sie. Und wir schneiden das an und schneiden und schneiden und, ach, seht ihr hier, Barbecue-Soße im Fleisch. Einfach super. Saftig ist es auch. Wir schneiden weiter. Einmal frei, ne? Und jetzt müssen wir mal probieren. Und dazu unsere Paprikas. Sieht dann so aus, ne? Einfach super. Ich probiere natürlich zuerst das Fleisch, ja, wie das schmeckt. Und? Es ist nicht trocken. Es schmeckt wirklich gut, ne? Gleich noch ein Stück. Schneidet sich wirklich butterzart, ne? Und könnt ihr noch schön Barbecue-Sauce aufmachen, ne? Oder es halt so, es schmeckt wirklich gut. Und ja, was für mich neu ist, ja, Paprika zum Braten, naja. Weg ist er. Also wirklich weich, schmeckt noch Paprika. Super. Jetzt haben wir ja noch die Kartoffelspalten, ne? Von der lieben Frau. Mit Knoblauchsoße. Die ist natürlich auch der voll der Hammer, ja. Und dann tun noch ein Stück Fleisch. Also meine Freunde. Antonov. Das war's ja wieder, ja. Und ihr könnt auch ein Trockenstück Schwein was machen. Ja, einfach spritzen mit Barbecue-Soße oder Öl, keine Ahnung, ja. Dazu was Neues hier. Diesen Paprika war, den habe ich noch nie probiert, aber das ist wirklich cool. Kartoffelspalten dazu und war voll lecker. Und dazu ein Glas Erdbeerwein. Ganz bekannte Marke. Nicht Coca-Cola, steht zwar auf dem Glas, aber ist nicht davon. Ne? Alles klar, das war's mal wieder. Wir sehen uns, ein schönes Wochenende und denkt dran, liken, kommentieren und teilen, was das Zeug hält. Alles klar, euer Micha. Bye, bye. Wo ist er? Hier! Der Silikonpinsel. Und da pinseln wir das noch schön ein. Oh, das wird bestimmt lecker, oder? Ich hoffe, er hebt jetzt rum. Oh, machen wir einfach morgen. Ne? Wir lassen es einfach so von der einen Seite jetzt. Drin hat es was, von der einen Seite hat es was. Und wisst ihr was? Wir wenden das noch. Handschuh, Junge, Handschuh! Wo ist denn hier mein Handschuh hin? Wo ist mein Handschuh hin? Ja, mein Handschuh. Ach ja. Wer weiß, hab ich ja wieder. Scheiße, kleiner Ding. Hab ich hier auch. Oh, Leute. Ja. Wir haben mein Handschuh nie gefunden. Jetzt habe ich hier auch unsere weißen Hinterpräuser von den Mädels da in Westgarnichon. Unterirdisch. Da komme ich auch nicht rein. Oh, dann ist halt immer die Hand so warm und so bäh und naja und meine Sch. Na, jetzt da musst du nehmen, was du kriegst, wa? Sieht ja aus wie ein bisschen wie, naja, ihr wisst schon, ja. Captain. Oh ja, der eine Finger passt, ne? Das ist nicht schlecht. Den haben wir auch ruhig gekriegt. Eine Frage des Wollens, ja. Ja. Naja, reicht doch, Mensch. Dann noch einmal zum Wenden. Ne? Machen wir gleich die Soße auf. Das Ding raus hier erstmal kurz. Ja, da wenden wir mal unser Fleisch. Ah, genau. Ah, so. Naja, da gibt man ja auch noch was drauf. So. Oh, lecker. Da können wir auch mit dem Handschuh das Brät mal machen. Ja. So. Ja, reicht ja. Und dann. Das Moin so indirekt war. Und. Oh,
Voll lecker, Mensch. Gut jetzt. Bleh.